Sportliche Veranstaltungen finden in der Oderbruch-Region immer Anklang. Beinahe jeder Ort hat seinen eigenen Sportverein und einen Bolzplatz. Fast jeder Ort hat aber auch eine freiwillige Feuerwehr und für die gibt es den Feuerwehrsport. Bei schönstem Spätsommerwetter trafen am Samstag, den 24. September 2011, die Jugendfeuerwehren zur Kreismeisterschaft zusammen. In drei Disziplinen maßen die Kinder und Jugendlichen Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Auch die Freiwillige Feuerwehr Selo war mit ihrer Jugendmannschaft auf dem Sportplatz der Neuhardenberger Schule vertreten. Ein Hindernislauf und ein Gruppenstaffellauf waren die ersten beiden der zu bewältigenden Disziplinen und die Seloer schlugen sich mehr schlecht als recht. Auch der Trainer der Seloer Feuerwehrjugend, Hendrik Altermann, war nicht ganz zufrieden mit den Ergebnissen. Also die Gruppenstaffette war heute nicht so toll. Im Training waren wir eine 1,47 ran, so wäre heute Bestzeit gewesen. Heute dann 2-1 mit 15 Strafsekunden vom ersten Lauf. Nicht so gut gelaufen, aber die Königsdisziplin kommt ja noch. Auf die Plätze, fertig! Und diese Königsdisziplin ist der Löschangriff, die heimliche Spezialität der Seloer. Auch bei der Jugend, gekonnt und überlegt, gingen sie den Löschangriff an und wurden Kreismeister in dieser Disziplin. Nur am guten Wetter dieses Altweibersommers kann es nicht gelegen haben. Es war viel Training und Schweiß nötig für die Kinder und Jugendlichen. Aber am Ende des Wettkampftages holten sich die Seloer sogar den Gesamtsieg. Übrigens zum ersten Mal überhaupt. Selo TV, Ihr lokales und regionales Internetfernsehen. Interessante Reportagen, Dokumentationen und aktuelle Beiträge aus unserer Region. Weltweit im Netz unter www.selo.tv.